Vater sein. Ein Riesenglück. Voller Liebe, voller Anstrengung. Für dieses Wesen sorge ich ein Leben lang. Doch sorgt es auch für mich? Im Kreislauf von Geburt und Tod kommt der Tag, an dem ich alt sein werde. Und dann? Ab Mitte 40 unterstützt mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz Angehörige, am häufigsten die Eltern. Die Mehrheit davon sind Frauen. Ich beginne die Suche nach Kindern, die sich mit dieser sehr persönlichen Frage der Verantwortung beschäftigen und erlebe, wie sie sich mit Sorge und Fürsorge um ihre Eltern kümmern. Im Straßenverlauf für 1,5 Kilometer folgen. Geri Huber fährt regelmäßig von ihrem Wohnort im Kanton Solothurn nach Zürich. Vor kurzem hatte ihr 95-jähriger Vater eine schwere Hüftarthrose. Das ist immer schlimmer geworden. Extreme Schmerzen, also hat fast nicht mehr aufstehen. Ihr Vater musste ins Spital, wurde notfallmäßig operiert. Und während der Operation hat man eben gesehen, dass der Infekt da ist. Er hatte einen riesen Infekt. Und dann habe ich auch gefragt, also wie lange wäre denn das noch gegangen? Und das wären ein paar Tage gewesen noch. Weil das ist eine explosive Sache. Natürlich mit Bakterien, das verschlimmert sich rasant und dann wäre er gestorben. Und jetzt ist er eine Woche im Spital da und wird morgen jetzt operiert. Das hat bessert mit dem Keim. Und jetzt versuchen wir das morgen, ja, das Hüftgelenk einsetzen. Hallo! Ich habe mir im ersten Moment dann eigentlich auch ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich dachte, habe ich jetzt das Leben verlängert oder das Leiden verlängert? Mir ist immer um die Lebensqualität gegangen. Seid ihr froh, dass ihr den OP machen könnt, mit dem künstlichen Hüftgelenk? Ja, man sieht dann, was rauskommt dabei. Klar, mich überraschen. Viel mehr kann man ja nicht machen. So kann ich nicht auflaufen, ohne dass einer ruft. Grüezi. Grüezi miteinander. Oh, störe ich gerade wieder? Macht nichts, kommt nur. Beim Fernsehen, oder was? Ja. Wir machen einen Dokumentarfilm. Ja. Und der Herr Huber ist einer der Protagonisten. Okay. Und die seid ihr, Herr? Dora ist mein Name. Der Herr Keller hat mit euch telefoniert. Herr Keller? Der Anästhesist hat no. Ja, also gerade nach der ersten Operation, aber jetzt noch nicht. Jetzt weiss ich nicht, ich habe es jetzt nicht genommen, ob es heute etwas gewesen ist. Ja, er findet, wir sollen die Operation nicht machen. Nicht? Nein. Er findet, wir sollten unbedingt eine 6 Wochen Pause machen. Ah. Weil die Risiken zu hoch sind. Ja. Und ich will mich natürlich nicht gegeneinander. Der Anästhesist ist der, der am besten das abschätzen kann mit den Risiken in seinem Alter. Ich will mich jetzt nicht gegen ihn stellen. Meine Devise wäre gewesen, wie es geht, so schnell wie möglich, für die Zeit, die nicht richtig mobil ist, möglichst kurz zu halten, oder? Ja. Aber die Risiken sind zu hoch, meint der Anästhesist. Ja. Und zwar erheblich hoch. Sogar? Dass er sagt, er würde das nicht machen. Ja. Ja. Und in 6 Wochen sind die Risiken im Gleich? Ja. Aber die Gefahr ist, dass er jetzt bei diesem Warten in 6 Wochen immer schwächer wird, weil man ihn im Bett hineinlässt. Das wär nicht gut. Oder? Das heisst, er muss jetzt in der Zwischenzeit muss er nicht mehr sein, wo man sich um ihn kümmert, aufnimmt, dass er bei Kräften bleibt. Gut, neue Situation, ganz neu. Wenn ich jetzt noch 20 Jahre jünger wäre, ging es schneller. Ja, das ist so. Auf schlechtes Weg ist er nicht. Nein, aber ich hätte jetzt das spontan gemacht. Aber ich habe natürlich die Sicht vom Orthopäden und sehe nur das Laufen an ihm. Hast du es verstanden, um was das geht? Ja, schon.
Mhm. Eben. Geht halt länger als du das meinst. Ja. Ja, das ist ein Hammer. Also ich habe mich jetzt eigentlich gefreut für ihn, dass er wirklich das bergauf gehen kann und dass er die Kräfte, die er noch hat, eigentlich könnte für die Heilung nutzen. Und jetzt ist eine neue Situation und jetzt werden wir auf, ja, so weiterfahren, wie es halt dann kommt, so wie es uns auch empfiehlt. Und unsere Aufgabe ist, zu unterstützen und rundum schauen, dass alles läuft und ihn vor allem auch moralisch ein bisschen auf der Höhe zu behalten. Ich glaube, das ist ein Ansatz, der sicher auch zur Heilung beitragen kann. Und ich habe eine gute Jungmannschaft, die zusammenhält. Das ist wichtig. Ja, du? Ja, ja. Danke. Wir sind vor Ort. Ist auch ein guter Vater. Sicher. Stammhalter. Ja. Vielen Dank. Für alles. Hans Huber bleibt die nächste Nacht in der Klinik. Wie es dann weitergeht, ist offen. Als ich beginne, mich mit dem Thema dieses Films zu beschäftigen, kommt sie mir als erstes in den Sinn. Annie. Seit bald 70 Jahren wohnt sie an ihrer Mörli-Straße im Kreis 6 in Zürich. Über ein Jahrzehnt haben wir im gleichen Haus gewohnt. Und ich dachte immer, wenn ich mal alt bin, möchte ich so sein wie sie. Sorry. Wie viele Jahre hast du in diesem Haus gewohnt, Annie? 65. 65 Jahre. Und da war mein Briefkasten. Ja. Ihr Mann Guido ist vor 10 Jahren gestorben. Mit ihm hat sie 4 Kinder großgezogen. Regula ist die Älteste. Ich hatte einfach das Gefühl, sie ist wirklich dort alleine. Und wenn einmal irgendetwas ist, sie ist nicht die, die dann gerade im ganzen Haus läuten und fragen. Ich hatte einfach das Gefühl, sie muss neu mit einer, wo sie mehr Leute hat, wo sie unter den Leuten ist. Am anderen Ende der Mörli-Straße hat die 89-Jährige vor kurzem eine Alterswohnung bezogen. Auf einmal sind wir dann miteinander die Wohnung anschauen und sind dort reingekommen und haben gesagt, wow, das ist es. Das ist wirklich genau das, was sie sich eigentlich vorgestellt hat. Dann hat sie dann sofort zugesagt, ja. Ich bin eben nicht so ein Putzteufel. Und da bin ich sogar manchmal einfach so ein mit dem Ärmel da durchgefahren. Nein, nein. Aber da hat es also schon ein bisschen nötig, bei dir. Ich begleite Geri Huber vom Spital in die Wohnung ihres Vaters. Frau Huber, hat euer Vater hier selbstständig gelebt? Ja, bis er ins Spital kam, war er in dieser 2,5-Zimmer-Wohnung. Ja. Unterstützt von euch? Und der Spitex, wo wir aber erst eigentlich seit einem Monat beizogen haben. Vorher hat er selber gehaushaltet. Und ich bin einfach alle Wochen, komme ich einen Tag voll dahin. Und meine Brüder natürlich unterstützt, ist ganz klar. Die gehen am Samstag, Sonntag vorbei. Ja. Da ist Mama. Sag ihr einen Namen, Sali. Sie ist halt vor einem Jahr gestorben. Und darum war dann der Papi eben allein gewesen, jetzt da. Und darum hat sich dann die Situation so ergeben. Wir haben dann müssen handeln und auch schauen, sie ist ins Pflegeheim gekommen. Ganz unverhofft. Und das war nachher der Grund, warum wir zusammengekommen sind als Geschwister und haben mal die Situation vom Vater auch angeschaut.
wir haben in diesem Gespräch miteinander, hier, das Dritte, mit meinen zwei Brüdern zusammen, abgemacht, dass das, was etwas macht, auch entschädigt wird dafür. Und das ist, denke ich, ein heikler Punkt. Und das wird zu wenig diskutiert. Es geht nicht um Abzocke und es geht nicht darum, dass man daran sich bereichert. Es geht darum, dass man für die Spesen etwas hat und dass das, was einen Beitrag leisten kann, auch eine Entschädigung überkommt dafür. Der Vater zahlt uns das dann, unsere Spesen quasi. Ja. Frau Huber, wenn ihr jetzt das Bett macht, macht ihr das in Hoffnung, dass euer Vater wieder heimkommen kann? Ja, das wäre schön, ja. Ich denke, parat ist parat. Und ich hatte eigentlich noch lange meine Mami sein Bett parat in der Hoffnung. Und es ist ganz spannend, noch, seit dass Mami gestorben ist, hat sie auch Platz gemacht für eine neue Beziehung mit dem Vater. Ich kann mir vorher nicht vorstellen, dass ich mit ihm 20 Minuten am Telefon schwätzen kann. Ich habe ihn neu entdeckt und das ist eine Chance. Ich finde das mega schön. Jetzt warte ich aufs Telefon vom Spital, wie es weitergeht. Also die haben dort eine Sozialstelle, nehme ich an, die das koordiniert für das Pflegeheim, für die Reha. Und dann hoffe ich, dass es nicht zu weit weg ist, dass ich ihn besuchen kann und dass das gleich vonstatten geht. Ja. Mit Erstaunen erfahre ich, betagte Menschen, die vorübergehend in ein Pflegeheim kommen, können nicht selten wieder nach Hause. Am Ende dieser Straße finde ich eine solche Geschichte. Eine voller Wunder, Freude und Traurigkeit. Guten Tag miteinander. So, ich bin vom Fernsehen, hä? Ja. Ein Buchstabe fehlt noch. S. Und der käme der Buchstabe A, C, E. Das habe ich. Habe alles, das Letzte. Macht ihr das jeden Tag? Jeden Tag, das ist mir wichtig. Ja. Wieso ist euch das wichtig? Ja, zum daran denken, ja. Das ist ein bisschen bildend auch noch. Ja. Ich lerne einen offenen, weltgewandten Menschen kennen. Willi Burkhardt, 88, war 26 Jahre lang Lehrer und ist Zeit seines Lebens Künstler. Seit vielen Jahren lebt er getrennt von seiner Frau. Ja, Sally, Therese. Ja. So, wie geht's? Ja, danke. Grüße, guten Abend. Sie sind immer noch da. Ja. Hoi, Abi. Ja, mal. Hast du ja. Gut gehabt? Ja. Ja. Mal schön. Ich habe das Essen noch gebracht. Danke vielmals. Ich habe etwas vorgenommen. Aber... Hast du schon etwas gegessen heute? Nein, noch nicht. Also, Gemüse hatte ich. Und sonst hast du noch nichts gemacht? Im Januar 2017 hatte er ein Schlägli. Ist die Heime in das Türli gekriegt, dort im Gang. Das ist hier passiert. Ich bin hier in das Fenster gekriegt. Und hier im Fenster gekriegt, das ist kaputt und hat mir irgendjemand hat mir es wieder geflickt, jawohl. Und die Scheibe ist kaputt gegangen, es war alles voll Scherben. Er hat sich dann probiert aufzuziehen, ist nicht gegangen und hat dann doch noch daran gedacht, den Knopf zu drücken. Dann haben sie ihn auf Baden ins Spital gebracht. Er hat nichts mehr verstanden. Dann später haben sie gesagt, das gehe nicht in eine Rehabilitation. Er käme auf Königsfelder, weil er hat
war immer noch sehr verwirrt. Und dort wurde er besser eingestellt worden mit dem Medikament. Er hat darauf geschafft, dass er wieder heilen konnte. Es ist langsam immer besser gekommen. Man hat es auch gesehen an den Kreuzworträtseln. Er konnte immer besser wieder Kreuzworträtsel ausfüllen. Und so ist dann das Jahr herum, bis dann im Januar 18, als er gesagt hat, so, jetzt will er heimgehen, er sei ja jetzt zu Weg. Und dann haben wir so langsam angefangen zu planen. Dass er wieder so zu Weg gekommen ist, ist nicht selbstverständlich. Aber das ist toll, wirklich. Und ich denke, es ist auch sein Wille. Und ich denke, also wegen dem Schätzen, Sachen schätzen, die wir noch hatten, das schätze ich auch an ihm, dass er so einen Willen hat, für etwas zu erreichen. Ja, das ist, schätze ich auch mal. Also eben, vorher hat er auch das Essen selber gemacht. Jetzt ist es halt so, dass er Zähne müssen alle ausziehen vor zwei Wochen. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig mit dem Kochen. Er hat nicht so Ideen. Darum habe ich jetzt ein bisschen etwas zu Weg gemacht oder so. Er geniesst es, glaube ich, noch. Immer, immer etwas zu Weg gemacht. Ja. Und, aber wenn, sobald dass er dann wieder essen kann, denke ich, dann muss er dann auch wieder ein bisschen selber kochen. Also, ja. Jetzt ist es gut geschüttelt. So. Hallo! Hallo, hallo! Grüezi! Grüezi wohl! Hoi! So, so. Haben wir es geschafft? Ihr habt mich gerade beim Zeitunglesen gestört. Das tue ich jetzt gerade noch etwas. Ja, aber dort bist du im Weg. Da? Ja. Also sie hat sich angefangen zu interessieren für die Alterswohnung. Das war kurz nachdem dass der Babs gestorben ist. Sie hat sich dann angemeldet und dann ist es aber 7 Jahre ist es gegangen, bis sie dann wirklich einen Platz bekommen hat. Sie hat ihre Wünsche angebracht. Sie wollte im Quartier bleiben. Sie wollte an der Mürlistrasse bleiben. Sie hätte gerne im ersten Stock bleiben und einen Balkon auf die Strasse raus. Wie unterstützt du deine Mutter? Ich tue so weit im Haushalt so helfen. Unterstütze eben also Staubsauger, dann ab und zu mal da den Boden aufnehmen. Einfach so die groben Arbeiten. Anni, lässt du helfen von der Regula? ja, gern. Vor allem bei den Sachen, die ich nicht gern mache. Staubsauger musst du nicht gern? Nein. Also, da hat immer der Guido gemacht. Kannst du dir ja vorstellen. Ja. Und weißt, so ums Zeug herum, wenn alles nur gerade wäre und nicht müsstest das Zeug umeinander schürgen, dann wäre es mir noch gleich. Aber so um die Decke herum. Eben, aber sie kommt furchtbar gern. Wir haben es fast so wie Freundinnen miteinander. Hat jeder sein eigenes Leben. Sie ist ja sehr eigenständig. Also sie macht es selber, sie tut ihr Leben selber organisieren. Und so. Wenn ich den ganzen Tag Action habe, dann habe ich nicht die Zeit, um müde zu werden. Wenn ich einmal einen Tag habe, nur so dort auf dem Sofa und weiss, ohne. Dann bin ich müde. Und wenn jetzt Regula sagt, mach doch ein bisschen weniger, kannst du das gut annehmen? Ja, ja, ja. Annehmen kann ich alles gut. Und umsetzen? Du. Kommt darauf an, was? Wie manchmal haben wir gesagt, wegen den Hörgeräten, oder? Und je mehr dass wir dort gesagt haben, also eines Tages habe ich gesagt, ich sage nichts mehr. Und dann war ja dann der Vorfall, wo sie eine Entzündung hatte. Und dann ist sie zum Ohrenarzt. Und dann ist das losgegangen. Und sie hat jetzt ein Hörgerät.
und sie ist tipptopp und sie kann sich überall wieder beteiligen, sie schwätzt überall. Ich finde einfach, ich will, dass es ihr gut geht. Und dass sie ja, so eben grössere Sachen oder Unannehmlichkeiten so, dass er spart bleibt oder dass sie das nicht muss machen. Und dass sie ja, ein Leben jetzt, nachdem dass sie so viel geschafft hat und gemacht hat für alle, dass sie das einfach noch ein bisschen geniessen kann. Vier Wochen nachdem die OP ihres Vaters verschoben wurde, treffe ich Geri Huber wieder. Der 95-Jährige ist zur Rehabilitation in einer Privatklinik. Da wird er mobilisiert, intensiv, er hat Intensivphysio. Und gleichzeitig macht man auch Antibiotikatherapie, dass natürlich der Keime weggeht. Das geht jetzt so bis zum 14. Januar. Und nachher ist 14 Tage, wo er ohne Medikamente kein Keim mehr machen oder eben keinen Infekt mehr machen. Und dann sieht man weiter, was man machen kann nachher. Oi. Mein Zweig? Ja, ja. Oi. Ja. Hä? Geht? Schön. So. Grüß dich, Herr Huber. Herr Häuser, genau. Möchtest du dich noch erinnern? Schon gesehen. Genau. Papi, ich tue dich jetzt da ein bisschen an den Tisch an. Ich habe noch Post mitgenommen. Aha, ja. Dann können wir das noch anschauen miteinander. Kannst du selber? Kannst du selber an den Tisch an? Einigermaßen. Ja, schau da. Gut. Die Physio hat seine Wirkung, oder ihre Wirkung. Ist gut? Ja, ja. Hans Huber lebt im Moment ohne linkes Hüftgelenk. So. Machen wir schön langsam, he? Wie immer. Und Ferse. Spitze, Ferse, Spitze und nochmal. Und wieder lösen. Genau. Solange er die Motivation hat, hat er auch Lebenswillen und Freude. Und darum ja, gehen wir jetzt diesen Weg. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Und rechts und links. Aber ganz locker. Ja, aber ganz locker. Ja. Spannt das am Rist? Ja. Hans Huber kennt das Gesundheitswesen. Er war bis zu seiner Pension technischer Assistent am Unispital Zürich. Ja, ich glaube, du könntest das besser. Ja, sie wollen da einfach kein Risiko eingehen. Mhm. Ja, wenn irgendetwas nicht sauber ist. Aber jetzt ist das Geschwein nicht schlecht. Dann könnte zu einer Operation kommen. Da muss wieder das Hüftgelenk hin. Und dann schauen, ob es auch funktioniert. Gibt es irgendeine Alternative, Frau Huber? Die Alternative wäre, wenn es nicht funktionieren mit dem Hüftgelenk, dann wäre er, krass gesagt, einfach invalid. Und er würde dann wahrscheinlich ins Bachwiesen kommen, ins Pflegeheim, in der Nähe, wo er wohnt. Und dann ja, würde er dort bleiben. Es kommt darauf an, wenn man wieder zu laufen kommt. Ja, eben. Aber ohne Hüftgelenk kannst du nicht laufen. Nein. Für das Hüftgelenk braucht es eine Operation. Und das ist jetzt eben ja, noch die Frage, ob das alles funktioniert. Ja, das muss jetzt der Professor in der Schultestklinik entscheiden. Dann. Mhm. Er muss operieren. Ne? Hat mir jemand einen Stegenlift gegeben, aber ich laufe lieber so. So, jetzt.
mir da gar nicht gerade mal raus. Ich muss unter die Leute, das ist mir wahnsinnig, das ist wie eine Medizin. Ja. Ich brauche die Ausstrahlung, die Aura von den Leuten. Das ist mir wichtig. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich habe ein bisschen eine Verantwortung übernommen, dadurch, dass ich gesagt habe, ja, er kann wieder heim. Wieso wollte er unbedingt, dass er wieder heim konnte? Ihm ermöglichen, dass er seinen Wunsch in Erfüllung geht, weil er so darauf hingeschafft hat. Der zweite Grund ist natürlich auch Kosten. Also im Altersheim da ist sein Vermögen ist geschwunden. Und, ja, und er hat ja das wirklich, die Betreuung dann auch nicht mehr so gebraucht. Also wir haben auch geredet mit den Leuten im Altersheim. Und sie haben auch gefunden, wir sollen es doch versuchen. Die Operation bei Hans Huber ist geglückt. Er hat jetzt ein künstliches Hüftgelenk. Können wir mal an den Stegen noch eine Übung machen? Mögen Sie noch? Ja, probieren wir. Und jetzt mal einfach den ersten Stegentritt aufsteigen mit dem rechten Bein. Genau. Wollen Sie wieder ab oder wollen Sie die ganze Stege machen? Ja, bitte, machen wir die ganze. Frau Huber, ist noch verrückt, dass euer Vater jetzt wieder steigen kann? Ja, extrem. Also ich sehe es jetzt auch das erste Mal. Das ist, oh, ist unwahrscheinlich. Das ist das Glück, wirklich. Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht. Und der Wille, den er hat, das ist ja das, der Wille. Das erstaunt mich immer wieder. Es war einfach der Wunsch von ihm, den wir jetzt so unterstützt haben. Er hatte mega Freude nachher, dass er eine Hüfte hatte. Und ich habe schnell zu ihm machen, was er für möglich findet. Oder? Aber es war schon ein schwerer Entscheid für den Professor. Ja, grosse Unterstützung habe ich natürlich von meinen Kindern. Das ist schon mal in erster Linie. Die haben alle so gesorgt für mich. Das war unglaublich. Kann man das erwarten als Vater, dass seine Kinder das machen für einen? Ja, ich habe es nicht selbstverständlich gefunden. Wie viele Familien haben, die da zerstritten sind und weiss ich was. Bei uns klappt das immer. Wie viele Geschwister seid ihr? Wir sind vier im Gesamten. Meine Schwester Gabi ist die älteste. Gabi hat vor allem die Rolle übernommen, um meinem Vater so zu schauen. Du bist schön warm jetzt mit dem Öffel, he? Ja, ja. Ja, ist angenehm. Tipptopp. Mhm. Gabi hat im Dezember vor einem Jahr, am 1. Dezember vor einem Jahr, hat sie Diagnosen bekommen, dass sie Krebs hat, Lungenkrebs. Ja. Und sie kann jetzt halt nicht mehr so für meinen Vater schauen. Darum habe ich jetzt das ein bisschen übernommen. Du darfst dir einen Artikel umbringen. Muss ich dir von dir auf die Seite tun. Um was geht's? Mit Vollgas gegen Krebs. Ah ja. Ja. Macht ihr euch Sorgen wegen eurer Tochter? Wegen ja, gibt mir schon sich Betten für sie. Ja. Auf Portugiesisch. Ave Maria, cheia de gracia. Signore con Vasco, bendita sei in deras mulieres, bendito frutto de te ventro, Jesus Christus. Im Zentrum Bruder Klaus in Zürich veranstaltet Anni seit 20 Jahren Jazznachmittage. Unterstützt wird sie vom Seelsorger Franz Ottmar. Da stellen wir dann noch einen Joghurt rein. Also Schnaps hat es keinen drin. Es hat keinen drin.
Du, es dunkelt mich. Das Reklamationen. Meinst du? Ja. Nein, aber zu der Heubeere passt jetzt wirklich kein Schnaps. Ich bin verantwortlich, eben, dass es etwas zu essen gibt und dass alle einen Platz haben. Gell, Dani? Also, ihr könnt schon einiges von meinem Geplapper rausschneiden. Oh, die sind immer so widerspenstig hier. Ciao. Alles Gute. Ciao. Super. Ja. So. Therese erzählt mir, sie sei 5 gewesen, als ihr Vater mit dem Aushub seines Hauses begann. Im Gartenhäuschen nebenan wohnt während der Sommermonate ihr Bruder Benny. Nach seiner Heirat hat es ihn nach Indien verschlagen. Wenn Benny weg ist, lebt Willi alleine hier. Mit seinen Lastern, dem Rauchen und Trinken. Pup, 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 pup. Er hat einmal gesagt, er wäre die Hunderte. Wer weiß? Ja, da könnte ich sein. Mal. Und was muss er machen, dass er das erreicht? Sein Tramp leben, denke ich. Es ist immer gut, einen Tramp haben. Und vor allem schauen, dass er eben mit dem Alkohol halt nicht zu viel trinkt. Und dann eben gesund leben. Und sein Tramp. Also, ich denke, das ist schon gut. Ja. Wie ist die Situation mit dem Alkohol im Moment? Ich kann es nicht genau sagen. Er hat eine Flasche dort. Und ich weiss nicht, ob er viel trinkt oder wenig trinkt. Die Flasche tut er selber entzogen, darum weiss ich es nicht. Es ist ja nicht meins, es ist immer sein Leben, aber ja, aber er macht sich's. Und jetzt hat er mir gesagt, Willi, der hat früher ein bisschen mehr getrunken. Ja, eben. Und jetzt weniger. Ja. Macht mir nichts aus. Und wie schafft ihr das, dass ihr weniger trinkt? Dass ich weniger trinke? Weil Therese mir sagt, sie mahnt mich. Ja, und ich will ihr folgen. Ja, ich will nicht mehr. Es reicht mir. Ja, ein kleines Stückchen und dann kann ich gut einschlafen. So, das sind die Schlaftabletten da. Und das ist die allgemeine Medizin. So. Noch Wasser. Im Brockenhaus auf dem Zolliger Berg kochen Regula und Anni 2-mal im Jahr für die Helfer. In diesen alltäglichen Momenten sind sie stark. Oh, na, das Spick. Bewunderst du deine Mutter auch, wie sie es macht, im Alter? Ja, das ist wirklich, finde ich, ist wirklich super. Und zwar einfach auch, weil sie macht ja noch so viel. Also manchmal denke ich, nein, wenn ich so einen Terminkalender hätte, ich wüsste nicht, ob ich das durchstehen würde. Machst du dir da Sorgen, ob sie es durchsteht? Manchmal denke ich schon. Also jetzt ist es wirklich sehr viel. Jetzt müsste es einfach ein bisschen weniger. Aber sie findet eigentlich. Hallo, guten Morgen. Stägli wohl. Grüezi wohl. Hoi. Willkommen. Ja, danke. Was Gott. Hoi, Anni. Hoi. Hoi, Dani. Eine gute Stunde Zeit, das Fleisch. Ja. Das kann langsam. Ich muss es nur einmal weisen, dass der Rahmen richtig ja. Und nachher wieder zurückstellen. So. Wer ist denn der Boss jetzt heute? Nicht ich. Gibt es bei uns Bossen? Ja. Gibt es bei uns Bossen? Aha. Nein, eigentlich sind wir ein Team. Einer regiert die ein bisschen und einer ist die andere, gell? Also.
wir tun jetzt da nicht irgendetwas vorspielen oder vor. Nein. Es ist vielleicht langweilig, dass wir nicht streiten. Wenn Sie das letzte Mal nicht gleicher Meinung waren? Nicht gleicher Meinung. Ja, ich habe gesagt, warum sie immer so helle Strumpfhosen anlegen, so dunkle Röck, das sei das gar nicht schön. Und da hast du also keine Freude gehabt. Und das hast du jetzt gerade vor kurzem gesagt? Ja, im Sommer. Ja. Ja, weil ich. Und ich habe nicht gerne dunkle Strumpfhosen. Du musst und somit habe ich keine dunkle Strumpfhose angelegt. Hey, ja, also du musst ja nicht dunkle anlegen, aber nicht so ganz helle. Das tut mein modisches Empfinden irgendwie stören. Und du hast das annehmen? Nein. Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe angelegt, was ich wollte. Ja, ja, das hat sie immer gemacht. Ich habe mit 65 Jahren seid ihr auch schon mal angeguckt und habt darüber geredet, was in den nächsten Jahren passiert, punkto Wohnen, punkto Finanzen, all diese grossen Themen? Ich denke, das müssen wir jetzt dann wirklich einfach mal noch in Angriff nehmen. Also, ob sie sagt immer, was passiert, wenn ich sterbe, das ist mir dann gleich. Das könnt ihr selber machen, das könnt ihr selber schauen. Und ja. Ich glaube, das ist einfach von ihr her auch kein Bedürfnis. Und von dir her? Sie war schon immer quasi das Oberhaupt von der Familie. Und sie bestimmt, oder? Und von mir her, ja, ich denke einfach, ich weiß nicht, ob ich wirklich so bestimmend kann sein, dass es wirklich etwas würde bringen oder würde fruchten, also, dass man dann wirklich zu einem klaren Ergebnis kommt. Grüezi, Herr Burkhardt. Grüezi, die Spitex ist da. Grüezi wohl. Sind ihr noch im Bett? Ja. Grüezi, Herr Burkhardt. Ah, Kino ist da. Ja, ich muss etwas Wichtiges sagen. Bevor man aufsteht, sollte man den Kopf schütteln. Sollte man? Da mache ich alle Tiere mache ich da auch. Ja, hilft ja, das wohl. Etwas? Und der Lagesinn wird aktiviert im Ohr, im Innenohr. Ja, guten Tag miteinander. Möchten Sie nicht duschen? Nein. Lieber waschen? Waschen, ja. Ja, also gut. So, ist so gut? Ja, danke. Schauen wir hier auf die Schuhe. So, dann. Willi, wie ist das für euch, die Spitex? Yes. Wie ist das für euch, die Spitex zu haben? Ich habe es nicht verstanden, ich habe kein Hörgerät. Wie ist es, die Spitex zu haben, dass die Spitex kommt? Ach, ich bin sehr zufrieden. Ja, mit allen zusammen. Ja, also das maximal. Das ist schön. Das ja, und es ist ein Preis drin. Geht's? Ja. So, hä? Ui, danke vielmals, Herr Burkhardt. Das ist lieb von Ihnen. So. Danke. Danke vielmals. Ja. Wir kommen jeden Tag und unterstützen ihn. Und Medikamente verabreichen. Schaut hier. Ja. Muss er in die Hand geben, gerade. Ja. Wir richten sie bei uns richten und bringen ihm jeden Tag, dass es keine Verwechslungen gibt. Und er nimmt es dann am Abend und in der Nacht dann selber ein. Und das funktioniert sehr gut, gell? Ja. Schaut hier. So. Also Herr Burkhardt, auf Wiedersehen. Schönen Tag. Danke gleichfalls. Danke schön. Ade. Kurz vor Weihnachten stirbt Willis älteste Tochter Gabi.
das ist schön. Schöner ja. Moment. Mhm. Ja. Schönes Plätzli. Ja. Sie fehlt mir so fest. Hat sie das ganze Leben gehabt und jetzt ist sie physisch nicht mehr da. Ich hätte ihr gerne mögen können, noch länger zu leben. Ja. Aber jetzt ist glaube ich, im Frieden jetzt. Ja, ja, ja. Es ist schon nicht so einfach, wenn das Kind vor einem muss gehen, denke ich mir. Wie? Wenn das Kind vor einem muss gehen, ist es schon nicht ja, so einfach. Ja, ja, das ist bitter. Ja, ja, das hätte er nicht mögen können. Ja, ja. Geschafft. Hans Huber, bald 96, kann nach Hause. Zuerst habe ich eben auch gedacht, das macht man ja gar nicht mehr. Eben die alten Menschen, das ist ja verrückt, oder? Was will man denn da alles noch machen? Und ist es legitim gewesen, dass man das gemacht hat? Absolut, ja. Also ich bin wirklich, in seinem Fall war das absolut das Richtige gewesen. Also er wäre einfach verkümmert. Freut ihr euch, zum wieder heimzukommen? Mit gemischten Gefühlen. Wieso? Ja, muss jetzt vorweg schauen, wie es geht. Wie mein Motor läuft. Und er hat sich ja entschieden, das selber zu zahlen. Und das war ein Riesenbetrag. Das war 50'000, die er selber gezahlt hat. Ja. Ich habe dir aber den Rollator auf der anderen Seite. Kannst du mir einhängen. Wir probieren es. 50'000 Franken für die Reha in der Klinik und den Selbstbehalt für die OP. Es geht ja. So, hereinspaziert. So, grüezi miteinander. Hör mal mit. 4 Monate ist es her, seit Hans Huber seine Wohnung notfallmäßig verlassen musste. Wenn kommt am Morgen die Spitex? Das können wir zusammen besprechen. Ja. Also, bevor sie im Spital sind, sind wir ungefähr um die 23:30 vorbeikommen. Ich habe mir vorgestellt am Morgen. Ja, für Körperpflege. Und dann Abend noch. Ja. Ich tue schon probieren selber machen. Mhm. Aber es hat Hilfe, wie Hilfe auch noch von euch. Ja. Okay. Und das. Ja, das ist noch ein grosses Thema, Abgrenzung. Das muss man schon im Auge haben, denke ich. Und ich bin eigentlich schon immer doch auch gedanklich bei ihm. Aber ich kann mich gut abgrenzen, so weit. Die Spitex ist momentan, habe ich das Gefühl, mehr für mich da wie für meinen Vater, weil er braucht sie eigentlich weniger. Aber ich habe eigentlich dann so ein bisschen Gewissheit, er ist da, es geht ihm gut. Keine Message ist eine gute Message, oder? Nach dem eigentlich mehr. Der hilft aber gar nicht so. Das sind Filter. Und Kaffee ist auch da. Aber das hebt da nicht so gut. Ist das gleich? Das hebt du musst da es nicht. Halt recht drauf tun. Ja, aber. Du Anfänger! Ja! Nervt ihr euch manchmal hoch? Ja, ja. Ja, klar. Ich nerv ihn vielleicht auch. Ja, ja, er nervt manchmal schon. Also, wenn er dann so ein bisschen in seinem Film ist, von früher. Und einfach erzählt. Oder so ein bisschen, manchmal auch hartnäckig ist. Oder manchmal nervt es auch, wenn er nichts versteht. Ich traue dem Kaib einfach nicht. Jetzt kannst du abschalten. So, ready. Jetzt hat es gut. Mhm. Ist das schwer? Tschüss. Gut. Respekt. Das ist technisch.
funktioniert doch. Ja, ich bin überzeugt. Wenn jetzt der Tag kommen würde, wo es nicht mehr zu Hause gehen, könntet ihr euch auch vorstellen, euren Vater zu euch zu nehmen? Nein, klar nein. Ich würde ihn nie zu mir nehmen. Das wäre eine klare Überforderung und das gehe ich nicht ein. Diese Distanz brauche ich tatsächlich. Und dann wäre es für ihn aber auch klar. Also das ist für ihn selber auch ist das logisch, dass er dann ins Pflegeheim geht. Ich rufe dir morgen an. Ja, danke für den Beitrag. Ja, danke. Hast du alles müssen. Der Rudi hat jetzt eine lange Zeit. Wir wollen schauen. Er will dann auch mitkommen, das nächste Mal. Ja, ja. Er kommt dann sicher an. Ich rufe dir morgen mal an. Ja, ja, ist gut. Dann machen wir gerade einen Test, ob du das Telefon hörst. Ja, ja. Und du möglichst gleich am Morgen vielleicht also die Hörgeräte wieder rein, weißt du, dass es mit den Ohren funktioniert? Ja, Telefon sieht man. Ja, also, wir schauen. Tschüss! Machen dir nicht Sorgen? Nein, Sorgen nicht. Also ich bin einfach so ein bisschen noch gespannt, wie es geht. Ich war eigentlich ja immer wieder ein bisschen überrascht gewesen, wie das gut gelaufen ist und wie er das gemacht hat mit seinem Znacht. Es wird schon gehen. Teres geht in die Ferien, zusammen mit ihrem Partner Peter. Wir sind sonst jedes Jahr gegangen und das letzte Jahr sind wir ja nicht in die Ferien gegangen, haben es rausgelassen, weil ich wollte da sein für meine Schwester. Und eben dann ist auch ja mein Vater heimgekommen. Aber jetzt möchte ich wieder einmal gehen. Ja. Ihr Bruder Benny ist zurück aus Indien. Er arbeitet über die Sommermonate hier. Nun sind wieder beide Häuschen bewohnt. Er läuft viel besser als letztes Mal, als er verloren hat. Ja. Und das Gemüt ist super. Er ist zufrieden. Ja, hat es also gut. So, voilà. So, die Guten miteinander. Also, ciao. Dani. Willi, wieder schauen. Ja. Geht ihr ein Nickerchen machen? Wie? Ein Nickerchen? Ein Nickerchen, ja. Ja. Das ist recht. Ja. Es sieht meine neue Zähne. Ja, sieht schön aus. Ja, ja. War schon. Mhm. Ja. Tipptopp. Bis am Abend. Ja. Ja. So. Musst du etwas haben? Hä? Musst du noch etwas haben? Nein. 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 Gut. So. Ade wohl. Bei Kindern wollen wir, dass sie möglichst bald selbstständig werden. Bei Eltern, dass sie es so lange wie möglich bleiben. Anni ist aktiv wie eh und je. Im März wird sie 90. Also da drauf mag ich dann nicht mehr so viel reden. Hans Huber treffe ich 3 Monate nach seiner Heimkehr nochmals. Am Morgen kommt einfach einmal die Spitex vorbei. Und zweimal im Woche wird duschen. Und das andere mache ich selber. Do it yourself. Die Menschen, die mich für diesen Film in ihr Leben hineinließen, beeindrucken mich. Ich habe eine große Frage gestellt und viele kleine Antworten erhalten. Ein Jahr nach Drehbeginn kann mein Sohn laufen. Was wird er tun, falls ich dereinst nicht mehr laufen kann? Erwarten darf ich nichts. Nur hoffen, dass unsere Beziehung uns trägt und er dann da sein möchte.